Ross und Reiter TV, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Osteopathie ist die Kunst, mit Hilfe bestimmter Handgriffe Probleme am Knochengerüst und damit am Bewegungsapparat des Pferdes zu heilen. Beatrix Schulte-Wien leitet seit 13 Jahren das Deutsche Institut für Pferdeosteopathie in Dülmen, bildet Pferdeosteotherapeuten aus und blickt auf langjährige Erfahrung zurück. Wir haben sie im Depot in Dülmen besucht. Exklusiv für Ross und Reiter TV zeigt sie uns, wie ihre Arbeit funktioniert. Außerdem verrät sie uns Tipps und Tricks, die der Reiter auch selbst ausprobieren kann. Wenn man die Fingerkuppen auf diesen Muskel setzt und den Muskel gegen den Beckenknochen drückt, spürt auch jeder Laie sofort, wenn man an Punkten ist, die verspannt sind. Unter Pferdeosteopathie versteht man eine medizinische Handgrifftechnik, die von Tierärzten und Physiotherapeuten ausgeführt werden. Und die Handgrifftechniken, die sehr gezielt ausgeführt werden müssen, über bestimmte Achsen und Ebenen, die sind der Inhalt einer pferdeosteotherapeutischen Behandlung.